Gestern waren wir bei der Party. Da hat er mich so weggezogen und meinte so, kann ich mit dir reden? Ich so, was ist los? Hat mir Hans ins Ohr geflüstert und meinte so, ich weiß, dass da mehr ist. Und er will das bis zum Schluss durchziehen, auf jeden Fall. Also nicht abbrechen oder sowas. Boah, ist das heftig. Ich dachte mir so, Alter, wenn du das nicht ernst meinst, ne, boah, dann raste ich aus. Boah, seine arme Freundin. Und möchtest du, also für dich ist es jetzt, für, um ihn zu testen, oder hast du wirklich auch richtiges Interesse? Ich denke, man sieht es mir an, dass das jetzt nicht nur gespielt ist oder nur eine Verführung ist. Da war auch von meiner Seite mehr. Auf jeden Fall. Ich habe das ein bisschen zurückgesteckt die ganze Zeit, weil ich mir dachte, das ist hier nicht angebracht. Aber ich kann halt nichts dafür, was in mir abgeht. Das ist halt einfach so und da stehe ich auch 100% hinter. Und ja. Ist halt so passiert. Oh, ich wollte das alles nicht. Und sowas kann man sich nicht aussuchen. Sowas kommt manchmal unerwartet, ist so. Wo die Liebe hinfällt. Ja, und dann gestern lief halt ein bisschen mehr, ne? Also? Ja, wir hatten Sex. Im Bett? Mm-mm. Im Bad? Aber man hat alles gehört. Also ich habe dafür gesorgt, dass man alles gehört. Ja. Und fast gut. Ja. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Und hattet ihr nur einmal oder mehrmals? Mehrmals, ja. Unsere Singles haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, streamt jetzt die neue Folge auf RTL Plus. Zur Playlist geht's hier lang. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal.